Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Anno 1404 Venedig IAAM. Ja, und man kann die Sonne nicht sehen, ist das nicht wunderbar? Ja, und ich würde sagen, wir legen auch gleich mal hier weiter los, wa? Also, was verlangen denn unsere Leute noch? Anscheinend nicht mehr viel, Wüste. So, sie verlangen Fleisch und sie verlangen auch noch Tonwaren. Ach ja. Ich frag mich, warum das Wachhaus auf der Seite der Produkte ist. Naja, egal. Kümmert ja hier anscheinend keinen. Jeder hat bekommen, was er wollte. Ja. So, das ist übrigens auch eine schöne Neuerung. Mal kurz zeigen. Hier dieser komische Handelsbalken, der füllt sich nicht nur, wenn nur bei den persönlich dort Sachen kauft oder verkauft, sondern auch wenn die zu einem kommen und dort was kaufen oder verkaufen. Ja, das ist, wie ich finde, eine kleine, aber ziemlich geile Neuerung. So, Orient, genau, darum müssten wir uns ja auch mal ein bisschen kümmern. Und wir brauchen Milch. So, hier die Milch. Warum Kühe, wenn es auch Ziegen gibt? Ja. So, na denn. Wollen wir hier so Platz sparen? Ja. Toll. Wollen wir hier so Platz sparen wie möglich bauen? Ist ja hier total wichtig und so. So, gut, müssen wir halt ein bisschen... Ihre Ansiedlung wurde ein neuer Status. Mann, wie nennt man dieses Wort, verdammt. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Unsymmetrisch passt dann zu nicht so wirklich, aber egal. So, also wir können neue Gebäude bauen. Wir sind... Oh mein Gott. Okay, ja, sein... Also hier Teppichproduktionen können wir hier ganz gelassen produzieren. Wir haben ja alles, was wir brauchen, und es gibt auch so neue öffentliche Gebäude, aber wir brauchen erstmal nochmal Milch. Können wir uns eh nicht leisten. Also gucken wir mal, was es hier so gibt. Ein Kloster, natürlich. Muss ich auch noch irgendwo hinbauen. Die Frage ist nur, wo? Jetzt ist die Frage, was baue ich? Das sieht irgendwie mehr aus wie so ein, weiß nicht, Labor irgendwie. Ich würde das hier passender finden, und das werde ich auch hier so hinbauen. Ja, das werde ich, denke ich, mal wirklich machen. So, hier reißen wir euch mal ab. Tut mir leid, ihr müsst, was weiß ich, wohl in irgendein Heim oder so, aber das hier hat Priorität. Ich meine, es geht um Wissen. Was gibt's Schöneres als Wissen? Ja, so, und eine Kirche brauche ich auch. Naja, eigentlich nicht, aber ich glaube, ich werde die auch bald bauen. Die kann ich sogar eigentlich schon bauen. Nee, ich baue sie noch nicht. Noch ist die Zeit nicht gekommen. Achso, das hatten wir ja schon gebaut. Ja, dann bauen wir mal noch so ein paar Wohnhäuser. Dann geschieht dir nichts. Ah, wovon träumst du nachts? Ah, ich gebe dir gleich weiter ins andere. Nee, von mir kriegst du keinen einzigen Cent. Auch wenn du es gerne wolltest. Aber nicht bei mir. Nicht bei mir, mein lieber Freund. Da hilft auch dein Bärtchen nicht. Nee. Ich bin völlig bärtchenresistent. Ja. So, ihr seid noch... Ja, gut. Lass ein paar Münzen. Ach, nö. Eine sehr leichtfertige Antwort. Oh ja, die ist so leichtfertig. Ich komme damit selber nicht wirklich klar. Naja, gut. 39 von 50 Wohnhäuser haben wir. Ach, der kann nicht aufsteigen, der Arme. Ah, der tut mir ein bisschen leid. Nicht. Oh ja, so, haben wir sonst irgendwas hier, was wir bauen können? Nein. Okay, dann können wir jetzt aber die zweite Milchfarm, ich nenne sie einfach mal Milchfarm, errichten, so, wo, ach nee, hier müssen wir gucken. Hier sind wir richtig. Hier, und nirgendwo anders. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier so platzsparend wie möglich baue. Ja, jetzt haben wir wieder das Thema. Platzsparen ist hier das Wichtigste überhaupt. Bei so vielen Produktionen, die man hier errichten muss, ja, ist nicht einfach. So, ich hoffe, der hat 100% denn. Moment, wir spulen mal ein bisschen vor.
Noch tut sich nichts? Ah, 100%, super. Ja, ich hatte die Befürchtung, dadurch, dass hier nicht mehr so viel grün ist, also nicht mehr so viel fruchtbar ist, dass die Ziegen hier nicht klarkommen und Anfälle bekommen. Ja, ja. Und womöglich noch Amokläufe machen hier, ja, ja. Bergen Sie 2 Kisten Treibgut und bringen Sie... Ja, am Arsch der Welt geht's noch weiter weg. Dankeschön. Und ich sollte nicht so laut reden. Mein Fenster ist offen. Die haben wohl einen Arsch offen. Wo überhaupt? Ja, ich sollte ein bisschen sozialer sein. Naja. Aber wozu sozial sein? Wenn die anderen eh doch alle nur Assis sind. Ja, ja. Soll man da ausnutzen und auch ein Schwein sein? Warum denn nicht? So, ihr habt alle dieselben Stimmen. Es ist wunderbar. Es ist schön, wenn ein Volk dieselben Stimmen hat. So, wie sieht's denn mit unseren Produktionen aus? Ah, herrlich, ey. Ich könnte hier sonst was wie feiern. Aber das tue ich natürlich nicht. Stein werde ich verkaufen. Definitiv. Und, das werde ich verkaufen. So, jetzt mache ich Geld im Überfluss. Schön wär's. So. Habe ich immer nicht geliefert? Hä? Ach so, da soll ich es hinliefern. Ach so. Okay. Sorry, dass ihr so lange warten müsst. Aber hier so eine teure Fracht zu liefern, ist nun mal nicht billig, ja, ja. Und kostet viel Zeit. Das hat irgendwie was mit diesen komischen China-Häuschen. Sind die billiger oder wie? Moment, das muss ich jetzt mal gucken. Teehaus hier. Kosten 30. Ich glaube nicht, dass die... Nee, die sind gleich teuer. Warum haben die es dann? Na, ich verstehe es nicht. So, auf jeden Fall meine mickrige Siedlung im Gegensatz zu deren Siedlungen, naja. Oh, der hat hier alles abgerissen jetzt. Okay, gut verständlich. Mein Gott, die armen Bewohner hier, die kommen, die können nicht mehr zu ihren Häusern zurück und deswegen verwesen die. Oh, verweigerter Rat. Oh, 24 Teppiche, die kann ich verscherbeln. Die werde ich auch verscherbeln. Ich meine, ich brauche Geld, ich habe nur 45.000. Und ja, gute alte Anno 1503 Musik, was gibt Schöneres? So, die verkaufe ich mal gleich an dich. Yay, toll. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Nee, gibt nichts weiter. So, dann will ich mal noch ein bisschen Werkzeug einladen. Jo, das werde ich. Und ihr könnt mich nicht aufhalten. Egal, was ihr auch versucht. So, dann werde ich hier auch ein bisschen Milch verkaufen. Milch mit Ü. Oder Ö, je nachdem. Komm, machen wir mal 10 Tonnen. Ja, es war noch ein bisschen entfernt bis dahin, aber puh, scheiß da drauf. So, und der fährt jetzt dahin, oder was? Moment. Der fährt Tatsache dahin. Warum sieht der... Warum, das sieht irgendwie aus, als würde er total langsam fahren. Oder täusche ich mich? Egal. Er wird schon packen. Ich glaube fest an ihn. So, ja, und warum die hier jetzt alle Steinstraßen anstatt Sandstraßen haben, ich nenne die einfach mal Sandstraßen, das liegt ganz einfach daran, dass es so ein kleiner Fehler ist, also ein kleiner Bug. Aber ich denke mal, es dürfte nicht so stören. Ah ja, eine Werft müssen wir auch noch bauen. Werde ich auch bald machen. Jetzt aber noch nicht. Also, nee, jetzt definitiv noch nicht. So, und wie ihr seht, haben wir ein Einkommen, das sprengt ja alle Ketten hier. Ich komme nicht an Glauben ran. Boah, ey, was die alle wollen, scheiß doch auf Glaube. Ja, gut, seid einfach glücklich. Ah, jeder Mensch braucht etwas, woran er glauben kann. Ah, toll, ich kann hier Norias machen. Toll. Beziehungsweise Anbindungen an Norias. Ich nenne es einfach mal so. Ja. Na, dann bauen wir einfach, obwohl wir haben nicht genug Werkzeug. Naja, ich muss ja eben alles verkaufen. Naja, egal. So, dann verkaufen wir hier. Erfüllung eurer Wünsche. Ah, hier gibt's sogar ein bisschen was. Also sind eure Vorlieben. Ich kann mein Schiff verkaufen. Ja, toll. Für 7.000. Ist
ist eigentlich ein guter Gewinn, aber ne. Ne. So, ihr könnt jetzt so bekloppt sein und Werkzeug kaufen. Ist aber definitiv billiger als bei dem Northburg hier im Norden. Ja, ja, im Norden ist alles teurer. So, ich könnte hier auch ein paar Dinge kaufen, tue ich aber nicht. Ich fahre wieder zurück in meine Heimat. Eines Tages stolpert ihr noch über eure eigene Schlauheit. Schlauheit? Warum nicht Klugheit? Oder Intellects? Ja, warum nicht das? Und schöne Anno 16.03 Musik. Ne, 16.02 Musik. Mann, ich fahr's für mich schon. Schlimm mit mir. Schlimm. Aber egal, diese Musik macht mich ganz wuschig. Nein, ich will zurück zu dieser Musik. Ja, schöne Musik. Und hört auf zu rufen. Ihr habt es nicht verdient zu rufen. Ja, irgendwie so. Ein Tempel, ich baue einen Tempel, ja. Yeah. Oh, das ist das größte Gebäude, was ich je gesehen habe. Ja, ja. Hust, hust. Pure Ironie. Ja, ich baue eine Fischhütte. Natürlich nicht. Gibt's irgendwie... Ne, okay, es gibt Mann, meine Redekompetenz ist mal wieder genial. So, aber was braucht ihr denn noch? Ihr brauchtet ja Fleisch. Na, wisst ihr was? Dann machen wir doch einfach mal Fleisch. Fleisch. Zerfleischen wir mal alles. Oh, so viel. Warum? Ja, auch noch so ein unschuldiges Schiff. Toll. Wenn du den Tod suchst, sieh es als sicher. So. Es geht doch. Ein unschuldiges Schiff. Mit Besatzung. Die haben alle Frauen und Kinder. Manche haben auch zwei Frauen. Ja, und so. Naja. Gut, ein paar Affären zwischendurch müssen ja auch mal sein nach harter Arbeit. So. Na, verdammt. Geht nicht. Immer diese Einschränkungen. Ah, da jetzt oder was? Hm, komisch. Ah, egal. So. Ah, perfekt. So, dann kann ich gleich noch eine Farm errichten. So. Genau, lassen wir mal hier drei Felder frei. So. Wunderbar, Kommentarstil ist wieder göttlich. Es gibt nichts Schöneres, als so zu kommentieren. Perfekt. Und gleich eine Fleischerei hier in ihr flatscht. Ah ja, ich erfinde gerne neue Wörter. Habt ihr etwa ein Problem damit? Genau so ist es richtig. Kommt damit klar. Ja, das werdet ihr mit Sicherheit. Ich glaube an euch. Ganz fest. So, dann bräuchte ich mal gleich nochmal so eine Runde. Dann nehme ich mal euch hier. Ja, okay. So, es sieht zwar alles ein bisschen unwirklich aus, aber ist egal. Es muss alles hier funktionieren, nicht mehr und nicht weniger. So, noch ein paar Fischerhütten wollte ich gerade sagen, aber sind ja hier keine Fischerhütten? Oder etwa doch? Man weiß es nicht, man munkelt. So, naja, dann kommt ihr mal hier so hin. Da, wo ihr hingehört, zwischen den Hanf, damit ihr schön... drogensüchtig werdet und mehr Milch gibt. Ah ja, und von der Milch werden denn die ganzen Bauern süchtig. Ah ja, so. So, machen wir ganz einfach. Und
Dann, wenn ich es richtig mache, passt hier auch noch alles hin. Ja, aber auch nur, wenn ich alles richtig mache. So, 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 so. Das sind schon mal 9. So, 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 so. So, 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 so. Wann bin ich gut im Kommentieren? Definitiv. Ich weiß nicht, wer das noch toppen soll. Nein. Genau, wir pflanzen dich mal hier hin. Okay, du gehst nur so. Huch, warum hast du dich gedreht? Ach egal. Dann lass ihn doch drehen. Ich meine, wenn ihr Spaß habt am Drehen, dann ist es nicht mein Problem. Haben wir noch genug Salz? Warum gucke ich hier überhaupt? So, ich muss hier gucken. Ja, wir haben noch maximale Salzereien. Ja, wir haben maximales Gesülze. So, und interessanterweise sind die Gebäude ein bisschen dunkler als die hier. Oder sogar blasser und auch ein bisschen breiter, dicker und was weiß ich nicht alles. In unseren Werften vollbringen die Schiffsbauern. Ja, das ist schön. Ach so, ja, stimmt ja, war ja noch was. Im Glück hast du mich dran erinnert. Definitiv. Ich finde das total toll. Ach nee, ich muss sicher... Hä, wo bist du schon wieder hin? Ach da! Ich dachte schon, der spielt hier Spielchen mit mir. Na gut. Und hier ist alle Sülze? Ja, definitiv. Na, damit will ich mich eigentlich noch nicht so befassen. Ach, kein Salz. Ja, stimmt ja. Dann mache ich mal... Ja, komm, dann mache ich so. Hab dann ein bisschen mehr. Konntet ihr diese Angelegenheit regeln? Na klaro. Beim Bart des Propheten. Ich muss sofort dem Sultan davon berichten. Mein Gott, ich habe Stein. Ich kann es kaum glauben. Ich wollte schon immer Steine haben. Ich hatte noch nie welche. Hast du immer noch kein Salz? What? Sag mal, was macht ihr denn da? Hier, so, der holt jetzt Salz. Und ja, hier ist alles schön. Geht doch. Ich dachte schon, ich muss hier meine Peitsche rausholen. Wäre nicht schön geworden für euch. Nee, nee. Ich könnte sogar ein bisschen Kohle verkaufen. Ein ganz und gar ehrenhaftes Geschäft. Cool, kann ich mir nicht mal leisten. Dann nehme ich den Stein weg und verkaufe dann die Kohle. Ich glaube, die Kohle hat sogar einen höheren Wert. Vielseitig. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass ich graziös und vielseitig bin. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. So, hier. Kann ich dich tarnen? Nee, wa? Naja. Gut. Was ich wirklich immer noch bei Anno 1404 vermisse, oder immer vermisst habe, und auch bei Anno 2070, diese Schulen, womit man forschen kann, dass man so Technologien freischalten kann. Das vermisse ich so ein bisschen. Und die Felder sehen immer noch aus wie Grafikbugs, meiner Meinung nach. Aber es kommt davon, wenn man mal was Neues reinbringt. Aber irgendwie passt es total mit den Kühen da zwischen den Hanfblättern. Ja, ja, macht alles belebter, bunter und fröhlicher. Ah ja. Oh, die kommen hier alle klar, nehme ich mal so an. Ich hoffe, ich bekomme mit dem Salz keine Probleme. Aufzurufen! Ich sage es dir, weil ich es kann. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Fleisch füllt sich ja auch, oder? Zwischen zwei ihrer Mitspieler besteht nun ein Handelsvertrag. Verdammt, es herrscht Handel. Tötet sie. Gut, dann werde ich jetzt einfach mal... Welches tun? Welches wagen? Welches jemals wagen? Natürlich werde ich es wagen. Wo ist hier unser schöner Speicher? Ah, Speicher 2, toll. Genau, machen wir es mal so. Und ballern dort die ganzen Sachen hin. So,
Nee. Ja. So. Na komm, machen wir gleich 3. Verdammt. Nein, wozu? Wozu soll man das auch machen? Wozu soll man auch die Chancen haben? So, ein paar Felder hier. Yay. Okay, die Felder sind ein bisschen im Weg. C, wo bist du? Da bist du. Ah, wunderbar. So, jetzt kann ich es mir auch leisten. Ja, okay, machen wir es so. So, du hast immer 100%, das ist schön. Naja, eigentlich 0%, aber egal. So, dann machen wir mal hier mit dir weiter. Und dir. Weil es so schön war. So, das müsste eigentlich ausreichen. Dann kann ich hier den Rest abreißen. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Juhu, ich habe ein wunderbares Geschäft gemacht. Oh, da hat er nicht viel gekauft. Schade, schade, aber so ist das Leben. Achso, die ganzen Felder sollten ab, oder? Ja, ja. Die ganzen Scheißfelder hier. Ja, ja, manche buggen sich so ein bisschen in die Erde rein, warum auch immer. Sie haben es einfach getan. Sie können es einfach. Lasst sie damit leben, diskriminiert sie nicht. Okay, ich würde sagen, ich beende diesen Part an dieser Stelle. Und bis zum nächsten Mal, Freunde, und ciao.